Grüß Gott und herzlich willkommen zu der Tag auf Ländle TV. Heute gibt es folgende Themen für Sie: Verpackungsfreier Einkauf beim Barthus, die Meldungen des Tages und zum Schluss wie gewohnt die Wetterprognose von Kachelmann. Plastik hat sich mittlerweile überall eingeschlichen. Allein im Meer besteht 3/4 des Mülls aus Plastik. Konkret sind es bis zu 12 Millionen Tonnen, die jedes Jahr in die Gewässer landen. Laut Umweltorganisation WWF sei es am wichtigsten, Plastikverpackungen gleich zu meiden. Ein Ansatz, den 4 kreative Frauen aus Lingenau mit der Eröffnung vom Barthus umgesetzt haben. Pro Kopf fallen bundesweit jährlich über 35 Kilo Plastikverpackungsmüll an. Im EU-Vergleich fällt Österreich da auf Rang 4 der Mitgliedstaaten mit den höchsten Plastikmüllmengen. Ein Problem, wo es sich auch als Privatverbraucherin und Privatverbraucher ansetzen lässt, denn zum Beispiel verpackungsfrei einkaufen kann bereits einen wesentlichen Beitrag leisten. Das Barthus als Unverpacktladen zeigt zum Beispiel, es geht auch ohne Plastikabfall. Für Sarah Ranak ist das ein Prozess, der zwar seine Zeit braucht, aber Schritt für Schritt vermehrt Anklang findet. Wir da im Barthus möchten aber genau das Problem mit dem Plastik zumindest schrittweise lösen. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Man kann nicht von heute auf morgen komplett auf Plastik verzichten. Aber es ist ein erster Schritt und die Leute nehmen das super und wir freuen uns riesig darüber, dass der Zuspruch so groß ist. Mitten am Dorfplatz in Lingenau hat das Barthus nun seine Türen geöffnet. Zu viert haben sich Sarah, Paula, Martina und Manuela zusammengetan und ihren Traum vom gemeinsamen Unternehmen umgesetzt. Sind öfters zusammengeguckt und gemerkt, da in der Region fehlt es eigentlich, das Konzept, das wir da haben. Also die Kombi von möglichst unverpackt mit regionalem Obst und Gemüse, frischem Obst und Gemüse und einem feiner Kaffee, wo man auch wirklich mit Bioqualität die Speisen und Getränke macht. Auch im Obst und Gemüse ist uns ganz wichtig, dass wir erst regional schauen, was wir da kriegen. Wenn es irgendwas da gibt, müssen wir natürlich auch weiter weg die Produkte beziehen. Aber was möglich ist, möchten wir von den regionalen Bauern beziehen. Genauso beim Joghurt und der Frischprodukte. Für Sarah und das Team hört die Nachhaltigkeit nicht bei der Produktion oder Herkunft der Produkte auf. Ressourcenschonende Lagerung und Verpackung macht viel aus. Mit wiederbefüllbaren Gefäßen könne man bereits einiges an Hausabfall vermeiden. Es funktioniert so, dass man sein eigenes Gefäß mitbringt. Das darf auch ein Plastikgeschirr sein. Das ist nämlich die Frage, die wir immer kriegen. Wichtig ist, dass man es wiederverwendet. Es wird dann da bei der Waage abgewogen. Das Gewicht wird auf das Gefäß draufgeschrieben. Man kann dann abfüllen, was man möchte. Und wir wiegen das an der Kasse dann wieder ab und ziehen das Gewicht ab, das auf dem Gefäß steht. Immer ohne Verpackungsmüll einzukaufen geht also gar nicht so leicht. Veränderungen mit Schritten in eine nachhaltigere Zukunft würden aber bereits beim eigenen Bewusstsein beginnen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man bewusst einkauft, dass man ein bisschen darauf achtet, was kaufe ich. Es gibt, wenn es Alternativen gibt, dass man die Alternative kauft. Und ja, so geht es Schritt für Schritt weiter. Unser Ziel vom Barthus wäre, dass wir immer mehr Leute dafür begeistern können, dass wir ihnen zeigen können, dass es möglich ist, dass es einfach möglich ist und dass wir so gemeinsam dem Ziel immer näher kommen, dass man plastikfreier einkaufen kann und umweltfreundlicher. Wir blicken nun auf die wichtigsten Meldungen des Tages. ÖGB-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer sprach am Mittwoch in Vorarlberg live über die aktuelle Situation in Branchen, die durch die Pandemie besonders gefordert und betroffen sind. Das Impfen verlange viel Zeit und vor allem Personal, was für Menschen, die im Gesundheitssektor tätig sind, eine schleichende Steigerung der Arbeitszeit bedeuten könne. Von den Schließungen betroffen seien vor allem Gastronomie und Tourismus. Hier betonte er, dass dies später zu Fachkräftemangel führen könnte. Da haben wir jetzt gerade in der Gastronomie das Thema, die Thematik, dass viele irgendwo in eine andere Branche wechseln, obwohl sie gern
Kellner oder sonst was sind. Und nachher haben wir den Fachkräftemangel dort erst recht. Ebenfalls in der Sendung über Zoom zugeschaltet war Kriminalitätssoziologin Veronika Hofinger. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten führte sie eine Dunkelfallstudie über Gewalterfahrungen der Häftlinge in Österreichs Justizanstalten durch. Über 70% der Inhaftierten erleben im Gefängnis Gewalt. Jeder 10. Häftling erlebt sexuelle Gewalt. Als einer der Gründe zeichne sich die Überfüllung der heimischen Institutionen ab. Vor allem Personalengpässe müssen ausgeglichen werden. Und die Corona-Ampel in Österreich ist wieder rot. Keine der 96 Regionen verzeichnet eine Inzidenz unter 50. Mit Hinblick auf Ostern wurde nun auch Vorarlberg wieder als rot eingestuft. Die Kommission fürchte, dass die Kontaktzahlen über die Feiertage steigen werden und möchte einer Situation, wie sie im Osten von Österreich eingetreten ist, vorbeugen. Es wird appelliert, sich regelmäßig testen zu lassen und Kontakte aufs Notwendigste zu reduzieren. Das war der Tag auf Ländle TV. Gleich berichtet Kachelmann über die Wetterlage der kommenden Tage. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund und achtet aufeinander. Auf Wiedersehen. Schon gewusst, dass die Vorarlberger Jägerschaft 1919 als Verein gegründet wurde? Schon gewusst, dass in Vorarlberg 2400 Jägerinnen und Jäger aktiv sind? Schon gewusst, dass es in Vorarlberg rund 500 Jagdreviere mit gesamt ca. 285.000 Hektar Fläche gibt? Und schon gewusst, dass pro Jahr rund 170.000 Kilogramm pfannenfertiges Wildbret gewonnen wird? Peter Mähnl, Steinmetz aus Leidenschaft. Von Küchenarbeitsplatten bis hin zu Grabsteinen. Bei Steinmähnl in Hart werden Wünsche individuell und kreativ umgesetzt. Der Rusch aus Lutherach, der steigt aufs Dach mit Lüt vom Fach. www.rusch-dach.at Ländle TV vor Adelberg. Täglich um 12 und 23 Uhr auf R9, regionales Fernsehen Österreich. Am Karfreitag ist es zunächst noch heiter bis sonnig. Am Nachmittag nehmen die Wolken insgesamt zu und es können sich auch erste dickere Quellwolken bilden. Die Schauerneigung steigt langsam an und vor allem zum Abend hin sind dann ein paar Regenschauer, vereinzelt auch Gewitter möglich. Mit bis zu 19 Grad plus im Rheintal wird es noch einmal richtig warm. Am Karsamstag ist es wechselnd bewölkt und es bleibt weiterhin trocken. Die Temperaturen gehen zurück auf nur noch 8 bis 12 Grad. Am Ostersonntag ist viel Sonnenschein zu erwarten und es bleibt trocken. Allerdings werden die Nächte kälter, teils auch frostig, tagsüber werden die Höchstwerte bis zu 14 Grad erreicht. Und am Ostermontag wird es wahrscheinlich noch lange freundlich und trocken sein, erst abends steigt das Schauerrisiko. Dabei wird es noch einmal frühlingshaft mild bei bis zu 17 Grad. Ein frühlingshaftes, trockenes und sonniges Osterwochenende also.